Sie hat ihre Stimme verloren. Und damit meine ich jetzt nicht die Landtagswahl vor drei Wochen. Deswegen springe ich jetzt für Angelique ein. Habe auch ein aktuelles Thema. Wir haben ja seit ein paar Tagen das Jahr der Schlange. Wir haben ja viele astrologisch interessierte Menschen hier im Publikum, wie ich weiß. Und ich bin leider nicht ganz aktuell. Ich habe nicht über das Jahr der Schlange, sondern über das Jahr des Huhns. Ist auch demnächst wieder, 2017, glaube ich. Kein würdevoller Abgang im chinesischen Jahr des Huhns. Am Seelhorster Garten waren wir verabredet. Barbara Damianow erwartete mich bereits. Ihr knallrotes Kleid war von Weitem sichtbar. Sie stand vor einem Beet mit Klatschmohn und Rittersporn. In der linken Hand eine Gebetsmühle, wie ich sie aus dem Tarotbuchladen kannte. Dies ist mein Lieblingsplatz, sagte sie. Einen schöneren finden Sie im ganzen Garten nicht. Letztes Jahr standen ja noch maurische Zitadellen. Nehmen Sie sich Zeit und suchen Sie sich einen Platz aus. Sie streckte mir ihre Hand mit dunkelrot lackierten Fingernägeln entgegen. Sie duftete stark nach Boudoir von Vivienne Westwood. Ich musste daran denken, dass Vanilleöle Glückshormone freisetzen. Ich sah keine Hinweise auf die Öffnungszeiten. Der Garten ist rund um die Uhr geöffnet. Wir gingen zu einer Sitzgruppe und ich stellte meinen Karton auf einen leeren Gartenstuhl. Sie sagte, wir können auch in den Salon gehen. Dort sitzen die Angehörigen und trinken Tee. Meine Tochter kocht ihn. Sie verwendet nur exquisite Sorten. Außerdem gibt es dort das beste Mitternachtsfrühstück seit Abschaffung der Lebensmittelmarken. Barbara sagte, eine Operndiva, die ihre Perserkatze hier bestatten ließ, kommt viermal die Woche und setzt sich auf einen mitgebrachten Schemel und meditiert vor sich hin. Poeten und Künstler begannen uns zu frequentieren. Jeder brachte seine Katze mit. Eine prosperierende Szene. Aber ich habe mit Katzen nichts zu tun, sage ich. Ich suche einen Platz für mein Huhn. Barbara starrte wortlos auf den Karton. Henrietta hatte kalkweiße Federn und einen roten Schnabel. Ich hatte sie bei einem Pokerturnier gewonnen. Sie stammte aus einem großen Wurf bei einem Montessori-Landgut in Kaltenweide bei Langenhagen. Sie aß nur Bio-Haferflocken und wurde immerhin 17 Jahre alt. Eines Tages starb sie an didaktischer Überfütterung. Ich bestatte keine Hühner, sagte Barbara kalt. Ich bin mir der Unbescheidenheit meiner Bitte vollkommen bewusst, aber betrachten Sie dies als letzten Wunsch eines Verzweifelten. Tote Katzen vertragen sich aber nicht mit toten Geflügel, fauchte sie mich an. Es waren auch schon Rentner mit ihren Hunden hier. Sie kamen mit einer Plastiktüte und sagten, begraben Sie ihn, da ist er drin. Aber das geht nicht, schon wegen der Sponsoren. Sie führte mich zu einem lebensroten Säbelzahntiger aus Terrakotta. Dies Tier stammt von einer taubstummen Bildhauerin aus Kiribati. Ist Kiribati nicht ein sozialistisches Land, fragte ich. Kiribati ist vor allen Dingen ein lethargisches, vegetarisches Land. Aber lenken Sie nicht ab. Der Garten liegt auf einem sehr teuren Grundstück. Ich habe es mit einem Vorkaufsrecht von einem hanseatischen Modezar gepachtet. Er besaß chilenische Schleichkatzen. Er war ein wenig tuffig, aber nicht dogmatisch. Aber die Idee und der Gedanke, hier einen Katzenfriedhof anzulegen, stammt nicht von ihm. Es war meine Idee. Früher war ich Immobilienkauffrau, aber eines Tages litt ich unter klimakterisch akzentuierten Vitalitätsschwankungen. Vielleicht mag der alte Herr ja auch Hühner leiden, aber seine Hühner leben noch. Barbaras grüne Augen sahen mich mit Verachtung an. In ihren Mundwinkeln lauerte ein perfides Lächeln. Inzwischen waren wir vorbei an einer Skulpturenlichtung, zu einem riesigen Freiluftschachbrett angelangt. Ich musste alles auf eine Karte setzen. Wollen wir ein Spiel wagen? Gewinne ich, dann bekomme ich einen Platz für mein Huhn. Gewinnen Sie, verzichte ich und Sie sehen mich nie wieder. Barbara hielt nur ihren Zeigefinger auf meine Lippen. Sie drehte sich um zu gehen.
Was würden wohl die alten Chinesen davon halten? Wir haben seit dem 3. Februar das Jahr des Huhns. Barbara ließ mich einfach stehen. Ohne sich umzudrehen, sagte sie zu mir, Sie können sich gerne weiter im Garten umsehen. Bleiben Sie uns gewogen. Aber trennen Sie sich von dem Gedanken, hier Ihr Huhn loszuwerden. Mit diesen Worten ging sie Richtung Salon, bis ich sie aus den Augen verlor. Ich glaube, in einigen Kreisen wird die Bedeutung der chinesischen Astrologie immer noch maßlos überschätzt. Dankeschön.